Oh Gott, abgehobener Toffee. Von Maggie eine tolle Idee. Ach du lieber Gott, ein Immerling. Es ist wirklich ein Immerling, oder Schatz? Ich hatte schon befürchtet, dass wir den letzten damals, nachdem die Dürre den Baum überwältigte, gesehen haben. Und doch ist hier einer, mitten in unserem Garten. Aber wieso? Ziemlich scheu, nicht wahr? Wir wollen schließlich nicht, dass er sich einfach in Luft auflöst, bevor wir mehr erfahren. Toffi, ich denke, wir müssen einfach herausfinden, was der Kleine hier will. Geh und sprich mit dem Immerling, Toffi. Ich will die vor allem mal ein bisschen von näher betrachten, ne? Sie sind klein und haarig. Das will ich ein bisschen vom Näheren betrachten. Und wenn sie Immerlinge sind, dann sind sie ja immer da. Dann kann man sie ja gar nicht ausrotten. Sonst würde der Name ja keinen Sinn machen. Jetzt beeil dich und folge dem Immerling. Ja, jetzt mal nur Ruhe, ne? Die Leute im Chat schreiben auch was. Ich finde das Spiel bisher auch gut und die Dämonen zu fusionieren ist auch richtig nice. Ja, hat halt ein bisschen was von Persona, ne? Persona ist ja ein Abklatsch von Shin Megami Tensei. So, wo ist jetzt dieser Immerling? Ach, da hinten. Bleib stehen! Du? Wo ist er hin? Ach, da. Okay, ich bin jetzt schon kein Fan von diesen Viechern. Bleib stehen! Du Mistviech! Du bist kein Immerling, du bist ein Mickerling! Geheimer Ort entdeckt. Wo ist er hin? Da hinten? Ah ja. Hey, komm zurück, schnell, Toffi, folgt dem Kleinen. Aber sollte Toffi nicht erst einmal die Sicherheitsvorkehrungen überprüfen? Keine Zeit, der Immerling entkommt uns. Wenn du darauf bestehst, folge dem Immerling durch das Portal, Lehrling. Veto, was war das mit Sicherheit? Könnte ich sterben, dann hätte ich vielleicht ein paar Einwände. Okay, wir folgen einem Immerling. Oh. Alter. Das nenne ich mal rosa. Wow, du bist mir tatsächlich durch das Portal gefolgt. Boah, ich bin froh, dass all das Umherspringen funktioniert hat. Oh, aber wo bleiben meine Manieren? Willkommen in wo auch immer, Baumpfleger. Das heißt wo auch immer. Häuptling, der ältesten und vermutlich weiseste von uns Immerlingen, würde dich wirklich gerne treffen. Du kannst Häuptling in der Mitte des Dorfes finden. Folge dem Pfad, dann scharf links, geradeaus, dann ein bisschen nach rechts und schon bist du da. Wenn du dich verläufst, folge einfach dem großen, hellleuchtenden Lichtstrahl. Wie praktisch, dass da, wo ich hin muss, immer schön ein Licht leuchtet. Also hier ist irgendwie eine rosa Farbbombe geplatzt, wa? Sila, guten Abend. Squid Game? Hat das was davon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe Squid Game noch nicht geguckt. Es steht noch auf meiner Liste. Guck mal, da noch ein Immerling. Hallo. Was ist das? Hö! Es flüchtet vor mir! Was war das? Sah aus wie so eine Kellerasse oder so. Hast du schon Häuptling getroffen? Nee, ich bin mit vielen anderen Sachen beschäftigt hier. Guck dir das mal an, hier sind Tiere. Also Toffi, ich bitte dich nicht um viel, aber bestehe darauf, dass du dich um meinetwillen sofort mit diesem Tierchen anfreundest. Bitte, schau sie dir doch an, das süße Näschen. Mach, was auch immer notwendig ist, Toffi. Wenn es uns mag, können wir vielleicht ein Foto mit ihm machen. Und dann kann ich dieses Foto in ein spezielles Geheimalbum packen. Nur für mich allein. Aber sieht es nicht so aus, als würde es etwas von dir wollen? Lass uns diesem Baby-Bubu geben, was immer es möchte, damit wir sein Vertrauen gewinnen. Na gut, ich sag mal so, wenn wir es Baby-Bubu nennen, könnte es vielleicht auch ein kleines bisschen angepisst sein. Also ich finde jetzt Baby-Bubu nicht so schön. So, aber das, was sie brauchen, habe ich nicht. Baby-Bubu muss warten, Entschuldigung. Ja, ich gehe jetzt zum Häuptling, Entschuldigung. Was war das denn jetzt? Fortnite lässt grüßen. Die gehen auf einen Pilz. Hui. Toffi, unser kleiner Baby-Bubu. Nein, die sind Baby-Bubu. Ich bin nur Regenschirmi. Was war das denn? Okay, die Idee ist niedlich. Aber irgendwie kann ich gar nicht so weit segeln mit dem Regenschirm.
Oder mit dem Schirm generell halt. Ich stehe ein bisschen ungünstig. Riech meinen Schritt. Entschuldigung. Aber ich stehe ein bisschen ungünstig. Vielleicht hätte ich mich ein bisschen mit Abstand hinstellen sollen. Schön, dass du wieder mehr streamst. Ja, mir macht's auch wieder Spaß. Baumpfleger, du bist hier. Es ist so lang her, seit uns ein Großling hier in wo auch immer besucht hat. Es war der Immerbaum, der uns zurück nach Allaria gerufen hat. Wir haben sein Flüstern gehört. Er sagte, in den Herzen seiner Kinder wüchse noch immer die Hoffnung heran. Und hier bist du. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du immer zu mir kommen. Das ist nett von dir. Aber im Grunde genommen würde ich mal sagen, braucht ihr ja wahrscheinlich Hilfe, oder? Solange du hier bist, können dich einige meiner Immerlinge um Hilfe bitten. Das meine ich ja. Eben, ich denke, ich bin hier, um was zu tun und nicht, um euch um Hilfe zu bitten. Viele haben vorher noch nie einen Großling gesehen, also bitte seid nett zu ihnen, wenn es geht. Doch bevor du gehst, nimm bitte diese Werkzeuge. Wir schenken sie dir. Das ist unsere Art, dich auf deine Reise zu unterstützen, Baumpfleger. Ein Kescher! Und Werkzeug in der Angel. Und Krisi! Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. Und Minimultra, hallo. Und dann hast du nur ein Kleid an. Ich denke mal, sie hat einen Schlüppi an. Ich gehe mal schwer davon aus. Sie. Wir sind ja divers. Geronimo, dankeschön für den Follow. Vielen Dank. Fischerling verbringt die Zeit an der Spitze des Wasserfalls. Boah, das sieht so schön aus, ne? Hier will ich am liebsten Urlaub machen. Fangling steht entnervt im Hain. Farmling schlummert auf der Wiese. Giesling wartet in Melonenfeld auf Hilfe. Die haben ganz tolle Namen übrigens, ne? Broling lässt seine Muskeln auf dem Hügel spielen. Broling. Hackling bereitet in der Nähe des Pilzbeets eine Suppe zu. Zum Schluss ist da noch Kinderling, der in letzter Zeit sehr erschöpft scheint, aber nicht sagen will, warum. Vielleicht hilft es, mit einem Außenstehenden zu reden. Sprich mit ihm. Okay, da haben wir aber viele Aufgaben gekriegt, ne? Und die sind alle hier eingezeichnet. Ihr seht's, alles mit Lichtern. Da haben wir echt ein bisschen was zu tun, ne? Aber erstmal holen wir uns unsere Belohnung ab. Hier. Was kriegen wir? Einen hängenden Laternenmast, zweimal. Ich weiß ja noch nicht mal, wie man die Dekoartikel benutzt. Folge dem Immerling? Dafür kriegen wir 20 warm. Was spielst du? Das heißt... Grow! Ich muss immer wieder nachgucken, weil ich immer lang Angst habe, dass ich den falschen Namen ausspreche. Das kam heute raus. Ist eine Mischung aus Farmspiel und so ein bisschen Adventure. Hat auch ein bisschen was von Animal Crossing. Also ist eine schöne Mischung aus allem Möglichen. Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie das so ist. 25 Euro ein Titel, den unter anderem auf Nintendo Switch zu finden ist. Wir gucken es uns einfach mal an. So. Dann quatsche ich jetzt mal mit... Wer bist du nochmal? Ich habe schon wieder deinen Namen vergessen. Bist du Kinderling? Giesling. Das gibt hier bald eine kleine Katastrophe, wenn mir nicht schnell jemand hilft. Oh, diese traurigen, staubigen Melonen, die in der heißen Sonne vertrocknen. Wie könnte man ihnen nur helfen? Na, versuch's mal mit Gießen. Ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf diese Idee vielleicht selber kommst mit diesem Namen, ist nicht sehr gering, oder? Sie brauchen bald Wasser oder sie werden zu was auch immer die Rosinenversion einer Wassermelone ist. Gibt es Wassermelonenrosinen? Ich schätze, wir werden es bald herausfinden. Aber natürlich, jemand hier hat ein heldenhaftes Herz und eine funktionierende Gießkanne. Vielleicht jemand wie du? Ja, aber auch nur die beste Gießkanne funktioniert nur mit Wasser. Die ist irgendwann auch leer. Dann müsste ich halt wirklich reinpinkeln, ansonsten geht's nicht. Also Großling, was sagst du? Bist du der Held, auf den diese Melone gewartet haben? Ja. Ich bin Giesling. Feuchtigkeit ist mein Ding. Okay, alles klar. Giesling ist gerne feucht. Wir dürfen uns unser Ding nicht immer aussuchen. Darf ich dir die Hand schütteln? Nee, Corona.
Es ist ein einsamer Job, der nasse Immerling zu sein. Niemand lässt dich hier sein Wildleder anfassen oder leiht dir ein Buch oder teilt eine Tüte Kartoffelchips mit dir. Oh Gott, du bist aber echt arm dran. Aber ich habe eine Pflicht zu erfüllen, verdammt. Und das werde ich auch. Ich meine, sieh dir diese arme, ausgetrocknete Melonen an. Ich kann sie gerade nicht einmal Wassermelonen nennen. Sie haben gar nicht genug Wasser dafür. Es sind wasserlose Melonen. Offensichtlich ist es die Aufgabe von mir, Giesling, dem nassen Immerling, sie zu wässern. Aber es gibt ein Problem. Sie sind einfach zu durstig und meine ehemalige Gießkanne kann gar nicht genug gießen, um ihren Durst zu stillen. Aber jetzt sehe ich dich hier mit dieser großen Gießkanne und ich habe das Gefühl, dass sie vielleicht das Zeug dazu hat, diese Arbeit zu erledigen. Wie gesagt, Gießkannen funktionieren nur mit Wasser. Auch eine große Gießkanne braucht Wasser. Da braucht halt mehr Wasser. Eine kleine Gießkanne braucht weniger Wasser. Macht das Sinn? Also nimm deine Gießkanne und gib diesen trockenen Melonen eine erfrischende Dusche. Schenke ihnen einen Regenguss. Lass den nassen Segen auf das Feld plätschern. Okay, das werde ich ja wohl noch hinkriegen. Die Frage ist nur, wo kriege ich das ganze Wasser her? Oh. Ich wollte es gerade sagen, das ist ganz schön viel Wasser braucht diese Melone, ne? Was im Namen des Immerbaums ist hier passiert? Diese armen Wassermelonen, sie sind geplatzt wie überfüllte Wasserbomben. Du hast gesagt, ich soll die gießen. Timo Broxcraft, hallo. Die hat gesagt, ich soll sie gießen. Jetzt bin ich schuld, wenn die platzt. Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass das jemand hätte vorhersehen können. Naja, bis auf Wahrsagling vielleicht. Oh Gott. Gibt es hier eigentlich auch Flachwitzling? Das so, irgendwie hätte ich den jetzt gerne auch mal getroffen, um einfach mal zu fragen, ob er die Texte hier geschrieben hat. Nun, Großling, es tut mir leid, aber deine Gießkanne ist einfach zu nass für meinen... diese Immerlinge machen mich fertig. Ja, meine Gießkanne ist zu nass. Ja, ja, klar. Vielleicht gießt du mit dem Ding lieber ein paar Pflanzen in Großlinggröße. Hier bist du nur eine nasse Gefahr. Du machst dich lieber für eine Weile aus dem Staub. Ich brauche etwas Zeit, um mir eine Ausrede für Wassermelonenbesitzerling auszudenken. Was redest du? Oh Gott. Es gibt ernsthaft Wassermelonenbesitzerling? Der ist berühmt dafür, dass er Wassermelonen besitzt? Ist das dein Ernst? Oh Gott. Was ist das? Ich habe eine 3D-Brille gekriegt. Das Spiel macht mich jetzt fertig. Was ist denn jetzt los? Das Spiel macht mich fertig. Oh Gott. Schnell die 3D-Brille aufsetzen. Es kann ja nur noch schlimmer werden. Jo. Hi, was geht? Oh Gott. Ja, wir kümmern uns um eine andere Aufgabe. Vielleicht können wir irgendeine Aufgabe hier ja mit Zufriedenheit lösen. Und oh, guck mal, die planschen alle. Oh, wie süß. Oh, guck mal, im Reifen. Und oh, wie süß. Ui. Und ihr seid Fische. Warte, kann ich euch hier... Kann ich euch mitnehmen? Nein, ich will die Fische nehmen. Was? Was? ERR45? Seltsamer Dialog nicht gefunden? Hab dich reingelegt, nicht wahr? Hä? Was ist los? Was ist los? Das Spiel will mich jetzt ernsthaft verarschen. Gott. Oh Gott. Oh, guck mal. Ui. Mach das nochmal. Bitte, ich will das nochmal sehen. Ja, guck mal, er springt nochmal. Komm. Wo ist er hingetaucht? Hallo? Ach. Ui. Ah, guck mal, das Wasser spritzt gar nicht. Du bist gar nicht ins Wasser gesprungen. Du hast mich verarscht. Och, sind die süß. Okay, die Immerlinge sind total süß, obwohl sie ganz komische Namen haben.
So, Fischerling. So, bei dem auch nochmal. Ist das so gewollt? Ich weiß es nicht. Aber es stand ja da. Ich hab dich verarscht. Es stand da ja. Also, das heißt, ich denke mal, es war wirklich gewollt. Den Wassermelonenbesitzerling. Hör auf jetzt. Ich kann eben auch ein bisschen lachen, wenn ich das weiter im Kopf hab. Na, sieh mal einer an, was die Flut hier angespült hat. Ahoi, du bist also der Großling, der dem Baum dient, ha? Haben mich nie viele Bäume geschert. Bin selbst eher der Gewässertyp. Ich bin Fischerling, weißt du? Und Fische sind mein Ding. Ich bin der beste Fischer diesseits des Meeres und immer gewillt, es zu beweisen. Was sagst du, Großling? Lust auf einen kleinen freundlichen Wettkampf? Ja. Ich habe nur gerade eben die Fische nicht anfassen dürfen. Da kam Error. Deswegen könnte vielleicht ein bisschen problematisch werden. Aber ich versuch's gerne nochmal. Kannst dem Köder nicht widerstehen, was ein Landratte? Kann ich dir nicht verdenken. Wie wär's damit? Sehen wir uns zuerst einen mächtigen Fang landen. Wer zuerst einen mächtigen Fang landen kann. Du hast eine Angel, oder? Du wärst kein guter Angler, wenn du keine hättest. Und weil ich heute großzügig bin, gebe ich dir einen kleinen Angeltipp. Kodo, hallo. Die Fische werden kämpfen, wenn du sie an der Angel hast. Also pass auf, dass du die Angel immer in die richtige Richtung ziehst. Dann sehen wir mal. Der Wind weht von Osten und es ist nach 4 Uhr morgens. Also sind lebende Köder zu empfehlen. Bist du noch da? Nee. Ich habe schon abgeschalten. Ich bin immer noch bei Wassermelonenbesitzling. So, die Frage ist, also ich muss jetzt hier den Dings, die Angel auswählen. So. Und interagieren? Nee. So, ein Fisch fangen oder was? Hier, da, ich sehe doch einen Fisch. Da hinten ist einer. Hier, den will ich. Hier, guck mal. Nimm! Friss! Ich weiß nur nicht, was ich machen muss, wenn der Fisch anbeißt. Das haben wir noch nicht geklärt. Was muss ich denn machen? Ach so, ziehen. Ach so, ich muss im Uhrzeigersinn drehen oder was? Oder muss ich einfach nur ziehen? Ich glaube, ich muss einfach nur ziehen. Ist halt echt so. Mein Gott, ist der Fisch stark. Ich halte ihn in der Hand. Und der Fisch schiebt mich nach hinten. Der beste Fisch aller Zeiten. Also wenn das nicht der Gewinnerfisch ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, komm, dann können wir uns ein bisschen Sightseeing machen. Der Fisch möchte mir seine Gegend zeigen, wo er zu Hause ist. Bevor er stirbt natürlich. Der verreckt jetzt gerade elendig, weil er kein Wasser mehr hat. So, ich frage mich, ob ich an den Rand der Map irgendwie rutschen kann, um dann letztendlich elendig runterzufallen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, aber das müssen wir rausfinden. Dieses Spiel. Das ist lustig. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. So, tschüss Leute, war schön mit euch. Der Fisch will mir irgendwas zeigen, ich weiß nicht. Vielleicht bringt er mich. Irgendwo zu Greenpeace oder sowas. Das ist verstörend. Nö, ich finde das recht erbaulich. Ich habe nur keine Ahnung, wo das hinführt. Oh! Ist das ein Bug? Nein! Das war ernst! gut. Was? Habe ich den Fisch jetzt immer noch oder ist jetzt der Fisch weg? Okay, der Fisch ist eindeutig weg. Ja, okay. Fairerweise muss man dazu sagen, der Fisch hat einfach nur sein Leben gerettet. Der Fisch hat mich einfach wieder ins Meer gebracht, damit er halt weiterleben kann. Das machen die Fische hier halt einfach so. Wenn du sie gefangen hast, dann ziehen die Fische einen wieder weg. Das ist wie mit Hunden. Die gehen ja auch immer. Die wollen ja auch immer weglaufen oder sowas. Das hältst du an der Leine. Und ich hatte halt keine Leine für den Fisch, deswegen hatte ich Probleme. So. Nein, ich muss fischen, warte. Es tut mir leid, ich muss husten. So, probieren wir das Ganze nochmal. So,
möchte einer anbeißen. Ihr dürft mich auch gerne wieder hintragen, wo ihr möchtet. Deswegen liebe ich auch immer Spiele, am Release-Tag zu spielen. Entweder kann man sich dermaßen drüber aufregen, wenn alles schief läuft, oder man hat hier so ein bisschen was zu lachen. So, beiß an, bitte. So, den lasse ich jetzt aber nicht entwischen, ne, Leute. Also ich mache das jetzt nicht 50 Mal, ich verspreche es euch. Ich glaube tatsächlich, ja, also ihr müsst wirklich nur in die richtige Pfeilrichtung drücken. Okay, das war wirklich ein Bug. Guck, in den Rucksack. So, hier, ich habe was Tolles, ne? Warte, du bist schon fertig? Das ist ein geiler Stream, macht echt Spaß. Dankeschön, freut mich. Hier, die Brasse. Aber ich habe noch gar nichts gefangen. Wieso bin ich so schlecht darin? Ich trage das Wort Fisch in meinem Namen. Naja gut, damit kann ja auch was anderes gemeint sein. Vielleicht dein Geruch? Diese Runde geht an dich, Großling. Und vermutlich alle folgenden Runden auch. Ich hoffe, deine Angel betrügt dich nicht so, wie ich es meine getan hat. Okay. Leere Augenkontaktlinsen haben wir gekriegt. Willst du mich verarschen? Was kriegt man denn hier für Sachen? Ich habe leere Augenkontaktlinsen gekriegt. Alter. Okay. Kann ich eigentlich unter den Rock gucken? S unter den Rock gucken, die sind ja divers. Wir haben jetzt leere Augen, Leute. Wozu das auch immer dient? Keine Ahnung, falls jemand ungewollt mit uns flirten will. Oh. Ich glaube, ich sollte erstmal mit ihm reden, bevor ich das Ding kaputt mache, oder? Wer hat die Muggis, mich, Proling, den Stärksten dann ganz wo auch immer herauszufordern? Wie wär's mit dir, Winzling? Hey, du kümmerlicher Großling, beißt an. Ich sehe den Hammer in deinen Werkzeugkasten, aber ich bezweifle, dass du mit ihm umgehen kannst. Ich zeig dir gleich mal, wo der Hammer hängt. Und ich bezweifle vor allem, dass die Delta-Muskeln eines Bücherwurms wie dir definiert genug sind, ihn besser zu schwingen als eine pure Muskelmaschine, wie ich es bin. Alter, ich geb dir gleich einen Tritt, dann fliegst du aber weit weg. Was sagst du, Streberling? Bist du bereit, dich der Herausforderung zu stellen? Habe ich endlich einen neuen Kontrahenten? Ja, natürlich. Na, das werden wir noch sehen. Ich bin Broling und stahlharte Muskeln sind mein Ding. Sieh dir meine prallen Bizeps an, Weichei. Ich bin in der besten Form meines Lebens. Es gibt keinen einzigen Immerling, der es auch nur annähernd mit diesen bebenden Masse an Muskeln aufnehmen könnte. Doch. Wahrscheinlich, Kontrahenterling. Lennart, hallo. Kontrahenterling wird es bestimmt auch geben, oder? Würde ich jetzt mal vermuten. Und glaub mir, sie haben es versucht. Ich habe sie alle gezwungen, gegen mich anzutreten, denn so überleben die Stärken. Jetzt bist du dran, neben mir zur erblassen Flasche. Nimm diesen Hammer, den du bestimmt kaum heben kannst. Und versuche dich an diesem Felsbrocken da drüben. Und dann, wenn du nicht einmal einen Kratzer hineinschlägst, werde ich dich mit Hilfe meiner perfekt definierten Bauchmuskeln brüllend auslachen. Okay, es ist Großkotzling. So heißt er eigentlich wirklich. Was ist gerade dein Lieblingsspiel? Meins Minecraft. Oh Gott. Aktuell, ich spiele gerade echt viel im Shin Megami Tensei 5, aber auch nur, weil es jetzt gerade neu rausgekommen ist. Ich habe gar kein Lieblingsspiel. Ich spiele halt so viele Spiele. Also mein Lieblingsspiel generell ist ja immer Final Fantasy 9, schon seit jeher. Aber aktuell spiele ich am meisten Shin Megami Tensei 5. Kann sich aber auch jederzeit wieder ändern. Also gibt es kein wirkliches Lieblingsspiel aktuell. Nun gut. Ich verstehe. Hast den Felsbrocken zerschlagen, hm? Du hast mir definitiv gezeigt, wer der Boss ist. Vince. Ich meine, Großling. Wie wäre es, wenn ich dir unauffällig einen Preis gebe und wir nie wieder davon sprechen? Und, vielleicht fange ich an, mich von jetzt an den stärksten Immerling in wo auch immer zu nennen. Na gut, dann auf Nimmerwiedersehen. Bitte sag niemandem etwas davon. Bis dann. Noch eine 3B? Ich hab die schon. Kann ich die gegen was anderes tauschen? Gegen deine Brille. Guck mal, der hat doch eine viel geilere Brille auf. Können wir tauschen? Bitte.